Und los geht's wieder. Hi, ihr seid bei Huawei Blog. Ich bin Marco und wir haben wieder ein kleines Anleitungsvideo zu EMUI 9 und zwar heute zum Thema Huawei Share bzw. Computer Share, also dem einfachen Teilen von Daten vom Smartphone mit anderen. Gleich nach einem kurzen Intro geht's los. Ja, was ist Huawei Share bzw. Computer Share? Ich fange mal mit dem Thema Computer Share an. Erstmal, ihr findet beide Funktionen unter Einstellungen, Geräteverbindungen und dann hier seht ihr schon Huawei Share. Das könnt ihr hier einschalten. Einmal das normale Huawei Share, sage ich mal, und einmal Computer Share. Wie immer gibt es oben die Anleitung, bei der ihr schon sehen könnt, was sich hinter dieser Funktion alles verbirgt. Ich habe gesagt, wir fangen mit Computer Share an. Aktiviert ist es und ihr seht auch schon, ein Gerät greift auf mein Mate 20 Pro zu, ohne dass ich hier irgendeine Kabelverbindung habe. Dann schauen wir uns das mal näher an. Ihr seht hier in den Netzwerk oder Netzwerkumgebung auf meinem Matebook ML Mate 20 Pro. Das ist der Name, den ich eingegeben habe. Und als nächstes kommt dann auch schon der Zugriff auf das Telefon. Ich habe hier die Galerie, ich habe den internen Speicher und ich habe die Speicherkarte, wobei mir der Zugriff auf die Speicherkarte verwehrt bleibt. Aber ich kann hier sofort über den PC auf die Galerie zugreifen. Und zwar auf die vollständige Galerie. Ja, es ist ein bisschen schwer zu sehen, weil es spiegelt. Ich versuche mal ran zu zoomen. So. Und hier seht ihr, alle meine Galerieordner stehen hier zur Verfügung. Also nicht mehr, nicht nur die normale Kamera, sondern auch Downloads, Dinge, die ich schon über Share geteilt habe, Wallpaper, Instagram und so weiter und so fort. Und da kann ich natürlich auch komplett drauf zugreifen. Ich nehme mal hier den Instagram-Ordner. Ich war fleißig dieses Jahr, habe einiges geteilt. Und schwupps, da ist auch schon mein Instagram-Story-Bild, was ich dann hier direkt auf dem Laptop sehen kann. Natürlich kann ich nicht nur auf die Galerie zugreifen, sondern eben auch auf den internen Speicher. Und habe da alle Ordner, die ich auf dem Mate 9 habe. Quatsch, auf dem Mate 20 Pro. Gehen wir mal auf Downloads. Da seht ihr, ich habe ein Dokument, ein Word-Dokument runtergeladen. Ich habe ein PDF und ich habe hier ein Theme-Pack für das Mate 20 RS Porsche Design. Und natürlich kann ich die Dokumente auch alle öffnen und mir dann direkt am PC anschauen. Ihr seht hier, problemlos öffnet sich das PDF. Ich finde eine super Möglichkeit, um einfach wirklich mit einem Businessgerät zu arbeiten, ohne dass ich hier eine Kabelverbindung brauche, sondern ich aktiviere einfach Huawei Share und kann unmittelbar über meinen Laptop, meinen PC im gleichen Netzwerk auf dem Handy arbeiten bzw. auf den Geräten parallel arbeiten. Die zweite Möglichkeit ist Huawei Share, also nicht Computer Share, sondern das normale Teilen. Ich habe da mal aus meiner Galerie einfach ein Foto ausgesucht und gehe jetzt hier unten auf Share, eben Teilen. Und ihr seht jetzt hier schon, da werden mir über den ganzen Apps zwei Geräte angezeigt. Einmal Marco Lerch, das ist das Matebook im Hintergrund, und einmal ML Bla L29. Das ist das gute alte Mate 10 Pro, was ich hier habe. Gehe ich jetzt hier einmal drauf, wird das Senden vorbereitet, es wird gesendet und ihr seht, zack, auf dem anderen Gerät ist es angekommen. Das Ganze ist im Grunde nichts anderes als eine Wi-Fi-Direktverbindung. Allerdings, wenn ich überlege, wie umständlich man die früher herstellen musste und wie einfach das hier über Huawei Share geht, so kann ich Daten schnell und einfach mit Wi-Fi-Geschwindigkeit
austauschen. Ich hoffe, die kleine Anleitung hat euch gefallen und war auch hilfreich. In dem Fall würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr Kritik habt, konstruktiv hoffentlich, dann bitte auch ab in die Kommentare, nehme ich mir gerne zu Herzen. Ansonsten natürlich, wenn noch Fragen offen sind, ab in die Kommentare damit. Ich schaue immer wieder rein und versuche alles zu beantworten. Und natürlich auch hier der Hinweis auf unsere riesige Huawei Facebook Community, über 24.000 hilfsbereite Mitglieder, unsere Huawei Family. Schaut mal vorbei, Link findet ihr unten in den Beschreibungen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis bald, euer Marco.